Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Vadim. Grüß dich. Danke, danke. Auch schön, schönen Abend natürlich bei der Hitze, aber wir genießen den Sommer. Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr zugeschaltet habt an diesem wunderschönen Sommertag. Denn heute geht es wieder um das Thema die Liebe, göttliche Sexualität, unsere Prägungen und den Weg der Heilung. Bei diesem Thema. Viele von euch haben Vadim und mich um einen zweiten Teil dieses Themas gebeten, göttliche Sexualität. Und ich freue mich, unser Gespräch, lieber Vadim, fortsetzen zu können. Es ist ja mittlerweile unser sogar drittes Gespräch in der Reihe der Seelentröster innerhalb dieser Corona-Zeit. Und unser zweites Gespräch haben wir dem Thema göttliche Sexualität bereits gewidmet. Und liebe Freunde, sicher erinnert ihr euch, dass wir generell über die sexuelle Energie gesprochen haben, was das für ein Ausdruck der Liebe und der Lebensfreude ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch in einer Partnerschaft über seine Bedürfnisse, über seine Empfindungen auch zu kommunizieren. Und heute wird es an der Zeit, diesem großen, großen Thema die Liebe wieder Raum zu geben. Denn ich persönlich lebe nach dem Motto, jede Seele ist in der Liebe zu Hause. Und da die Liebe ja auch einen vielfältigen Ausdruck hat und auch gerade aus der Sexualität auch neues Leben entsteht und die intensivste Form von Nähe darstellt, ermöglicht, ist es sehr sinnvoll, diesem Thema sich zu widmen. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir, lieber Vadim, eben als Frau und Mann, aus unserer individuellen Sicht darüber sprechen können. Und das ist sicher dann auch bereichernd für unsere Zuschauer, für unsere Freunde, die uns lauschen. Was bedeutet für dich erfüllte, göttliche Sexualität? Was möchtest du heute unseren Zuschauern als Inspiration mit auf den Weg geben? Also wir haben gestern schon kurz ein Gespräch gehabt mit dir, wo ich gesagt habe, okay, Liebe ist natürlich jetzt nichts anderes für eine Materie, also vieles auch miteinander zusammenhängt. Und bei der Liebe geht es in erster Linie um die Selbstliebe. Ich musste immer wieder so Lutscher da im Mund behalten, wegen Husten, nach 5 Tagen Berlin und so viel Klimaanlage, also da bin ich immer ein bisschen anfällig. Aber es geht jetzt mittlerweile bei der Hitze natürlich auch. Also du bist Ja. erkältet, aber Corona-frei. Corona-frei, ich habe mich sogar testen lassen müssen. Da war Gute nichts. Besserung. Genau, aber also, das wird auch nachkommen. Aber wichtig ist natürlich, das ist eine Materie, also im Endeffekt ist es natürlich eine Energie, die aus vielen verschiedenen Facetten besteht. Also, was ist überhaupt Liebe? Also, viele sagen, okay, Selbstliebe, das ist Thema Nummer eins, da fängt alles an. Da haben wir natürlich auch Liebe zu dem Partner, da haben wir die Liebe zum Beruf, da haben wir vielleicht mal die Liebe zu dem Nahestehenden. Wir haben aber auch viele verschiedene weitere Facetten. Elternliebe als Beispiel, Liebe zur Natur. Also sind auch viele verschiedene Sachen, die da hinten stecken. In Indien, das ist auch interessant, ich habe sehr viel Bezug zu Indien, ich komme aus Usbekistan, da gibt es eigentlich 7 verschiedene Stufen der Liebe. Und jede Stufe der Liebe, die wird auch zugeordnet zu verschiedenen Göttinnen. Und das ist ganz spannend. Das heißt also, es gibt Liebe der Göttin A, sagen wir einfach mal, das ist die Liebe quasi zur Sexualität. Dann gibt es die Liebe B, wird auch zu einem göttlichen Namen zugeordnet. Also das ist die Liebe zum Beispiel zum Detail. Und so summiert sich das Ganze auf die 40 Stufen fast. Das ist Okay. ganz spannend. Also die ganze Methode, die ich sage jetzt alte Methode, ist ganz, ganz spannend. Aber eigentlich haben wir diese ganze Facetten hier. Also das heißt, wir müssen eigentlich so und so anfangen mit der Selbstliebe. Wenn man sich selber mag, kannst du auch das anziehen. Das ist ja Resonanzprinzip, also dass du auch die Liebe von anderen anziehen kannst.
Also dann zweites Thema, Liebe zum Partner. Da darf man sich auch nicht immer aufopfern. Also viele machen, okay, ich liebe dich, aber du mich nicht. Da geht schon los. Also da muss man auch immer Ausgleich finden. Dann Liebe zum Kind ist das Gleiche. Also man liebt seine Kinder. Man muss aber die Liebe auch zusammen, sage jetzt einfach mal, sage jetzt zurückbekommen auch von dem Kind. Also das ist immer für mich persönlich, Liebe ist eigentlich fließende Materie. Das heißt also, es gibt immer Energieaustausch. Liebst du deinen Partner, musst du was zurückbekommen. Also, und das ist leider nicht immer der Fall. Also man opfert sich vielleicht zu viel und sagt, okay, ich mache hier noch mehr und noch mehr und bekomme aber nichts und dann mache ich noch mehr. Und dann bleibt man auf der Strecke und da ist man natürlich auch natürlich, ja, sage ich es mehr oder weniger, nicht nur enttäuscht, sondern auch gekränkt sogar. Und in heutiger Zeit ist es tatsächlich so, bei Corona-Zeit, sage ich jetzt einfach mal, viele wachen tatsächlich auf und sagen, okay, was ist überhaupt Liebe? Liebe ist in erster Linie Fokus auf dein eigenes Leben, dass du sagst, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich weiter hinkommen möchte. Also zweites natürlich, Fokus ist, ich liebe meinen Partner, aber ich lasse mich auch beschenken. Das heißt also, ich lasse jetzt nicht nur die Liebe raus aus mir, sondern ich kann auch was annehmen. Das ist das zweite Prinzip. Also dieses Annehmen ist für viele schwierig. Viele sagen, okay, ich verschenke viele Sachen gerne und ich beschenke andere Menschen, aber ich kann keine Geschenke annehmen. Und genau da ist eigentlich der Korn des Übels, wie ich sage. Da muss man sagen, okay, also du musst lernen, tatsächlich auch anzunehmen. Das war auch mein Problem, muss ich sagen. Also früher habe ich gesagt, okay, viel geben ist okay. Entschuldigung, aber wieder mal was aufzutanken oder was zuzulassen, das ist für viele Menschen tatsächlich ein Problem, oder? So, und dann natürlich muss man etwas auch im Liebesbereich haben, wo man sagt, es macht mir Spaß im Leben. Also etwas, was man aus dem Herzen tut, nicht hier in der Birne, sondern wo man sagt, okay, da wird mein Herz einfach mal dadurch frei, ob es jetzt ein Hobby ist oder Berufung und so weiter. Und natürlich, vierte Stelle ist natürlich Sexualität auch. Also auch da passiert vieles, auch im sexuellen Bereich, so wo man sagt, okay, ich möchte was erleben, das ist auch wichtig. Erst einmal danke ich dir, dass du deinen Sommerurlaub, wie auch ich, für unsere Freunde, für unsere Zuschauer unterbrichst, für unser Gespräch. Danke für deine Zeit. Und das Thema Sexualität wird in der spirituellen Szene oftmals stiefmütterlich behandelt. Ich beobachte generell, in der Gesellschaft gibt es dieses Thema als Problem, nämlich auch in unserer Gesellschaft, ob du Fernsehen einschaltest, allein die Werbung etc. Alle reden über Sexualität, über Sex, aber keine über die tatsächliche Realität. Und viele Menschen leiden ihr oftmals im Stillen über dieses sogenannte gemütliche Elend im Alltag. Denn alle merken natürlich, dass nach der Verliebtheitsphase das Hormonsystem sich beruhigt. Man merkt auch, der Traumprinz, die Prinzessin, kocht ja auch nur mit Wasser. Und die Hormone beruhigen sich. Und damit ist ja die sexuelle Anziehungskraft entspannter, weniger Entschuldigung. vorhanden. Und nach der Verliebtheitsphase sich eben nicht zu trennen, sondern tatsächliche Liebe aufblühen zu lassen. Bin gleich bei dir, Jana. Ah, ja, dann erzähle ich unseren Zuschauern weiter. Der muss sich ab, muss husten. Nach dieser Verliebtheitsphase sich nicht zu trennen, sondern sein Herz noch mehr zu öffnen und den Partner noch mehr anzunehmen, das ist ja oftmals die Kunst im Alltag. Und das wird ja oftmals erschwert, sei es der Alltagsstress im Haus, der Haushalt, sei es der Arbeitsstress, Existenzsorgen, sei es der Stress eben auch mit den Kindern, alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht immer einfach. Und doch
ist das sehr, sehr wohl möglich, wenn man sich mit diesem Thema ganz bewusst von ganzem Herzen auseinandersetzt. Wisst ihr, liebe Freunde, mir hat bei der Heilung dieses Themas, bei dem Erleben von göttlicher Sexualität, tatsächlich spirituelles, psychologisches Wissen, heilende energetische Übungen aus meinen Kosmogetik-Healing-Lehrgängen sehr geholfen. Und ich möchte gerne bei dem, was wir heute besprechen, am 17. und 18. September abends mit euch ein Webinar zur göttlichen Sexualität machen mit energetischen heilenden Übungen. Ich bin sehr glücklich darüber, einen heilsamen Umgang mit dem Thema gefunden zu haben, sodass ich auch meine langjährige Beziehung mit meinem Partner genießen kann. Bei meiner Auseinandersetzung mit heilsamen, erfüllenden, glückseligen Sexualität hat mich mein Weg natürlich mich geführt zu der Auseinandersetzung mit mir selbst. Und wir alle sehnen uns ja danach, berührt zu werden. Wie heilend, wohltuend ist doch eine Umarmung, Streicheleinheiten. Und das ist für eine Frau wie auch für den Mann genauso wertvoll und wichtig. Doch ob du dich berührst oder deinen Partner, ist es ausschlaggebend, dass du stets die Liebe zu dir spüren kannst. Ob du jetzt deinen Partner verwöhnst, trotzdem ist es so wichtig, sich nicht im Partner zu verlieren, sondern göttliche Sexualität macht in erster Linie dieses tiefe, tiefe Gefühl der Geborgenheit und des Urvertrauens in uns selbst aus. Und deshalb ist es empfehlenswert, natürlich möglichst dauerhaft und auch in der Sexualität die Liebe zu sich selbst zu spüren. Denn auch der Partner ist dann am glücklichsten, wenn du dich bei Zärtlichkeiten losgelöst fühlst und nicht im Kopf dich verlierst und kontrolliert in der Situation bist bei Zärtlichkeitenaustausch und damit keinen Genuss empfindest und damit auch keine Sinneserfahrung erlebst. Die Liebe zu sich selbst zu spüren, erdet und öffnet gleichzeitig und vor allen Dingen, es verbindet auch während des Liebesaktes Herz und Verstand zu einer Einheit mit unserem Körper, sodass wir uns als Ganzheit in unserem eigenen Körper empfinden und nicht uns verlieren in eigenen Erwartungen, wie auch in den vermeintlichen Erwartungen des Partners. Neben dieser intensiven Beziehung zu sich selbst, die wir ja auch bei anderen spirituellen Themen regelmäßig ja hindurchgehen, ist es auch wichtig, psychologisch zu verstehen, dass sexuelles Erlebnis, Empfinden für jeden Einzelnen anders ist, individuell ist, sodass dein Partner nicht automatisch das Gleiche empfinden kann, was du empfindest, auch wenn man sich in der Liebe in Einheit erlebt, zerschmilzt, energetisch sich verbunden fühlt, so ist trotzdem jeder eine eigene Bewusstheit, eine eigene Präsenz. Und für viele Menschen, gerade in längeren Beziehungen, wird die Sexualität wie zu, anstatt zu einem sinnlichen Erlebnis, wo man sich mit dem Partner enorm verbunden fühlt und das Vertrauen zueinander stärkt und dann das wiederum auch einem den Alltag erleichtert, weil weniger Missverständnisse durch dieses Urvertrauen vorhanden sind, ist es wichtig zu verstehen, dass jeder auch ein Recht dazu hat, seine Sexualität und auch seine Orgasmen, um das deutlich zu sagen, individuell empfinden zu können, individuell unterschiedlich schön. Orgasmusfähigkeit
Es hängt ja auch vom Grad der eigenen Hingabe ab. Gerade für uns Frauen, wir empfinden das ja oftmals so, dass wir erstmal tiefes Gefühl der Liebe zu unserem Partner im Herzen empfinden müssen, um uns dann auf seine Zärtlichkeiten einlassen zu können. Um dann, wir müssen zuerst besonders viel fühlen, um dann eben über körperliche Ebene Liebe annehmen zu können, Sexualität leben zu können. Bei Herren ist es oftmals andersrum, dass sie ihre größte Kraft im Unterleib haben und über das Erleben der Sexualität die Herzen, ihre Herzen öffnen und der Energieaustausch, die Chakrenaktivität dann im Miteinander, im Akt der Liebe, der Sexualität stattfindet. Und wenn man nicht mehr den Zwang hat, alles zu kontrollieren oder jedem Gedanken nachgehen zu können während der Sexualität, sondern losgelöst ist, voller Hingabe, dann ist es göttlich, man erlebt sich in sich mit seinem Partner und mit dem Universum, mit der göttlichen Kraft in Einheit. Und dieses Idealfall erleben manche Menschen öfter, andere seltener, und das hängt eben auch sehr oft mit Prägungen zusammen. Verstehst du mich, Vadim? Weißt du, wovon ich spreche? Doch, Hast doch, du eine ich bin Idee wieder von voll da. Prägungen? Also, sorry für den Husten davor. Also, bin wieder Hauptsache, mal du da. bist da. Ja, ist aber auch wieder mal menschlich, sage ich, also, das kann man Ja. nicht kontrollieren. Also, ein bekannter Arzt von mir sagt immer wieder so: Viele Menschen wollen was kontrollieren in der Liebe, in der Partnerschaft. Man kann aber den eigenen Schließmuskel nicht kontrollieren. Ist ja auch richtig. Na, ist so, oder? Also, und wenn Husten kommt, dann kommt's. Also, ich bin Gott sei Dank jetzt nicht jetzt grippös oder mit Corona behaftet, aber trotzdem, also, wenn es kommt, kommt es eben. Wir sind ja live schließlich. Du bist Jetzt habe ich trotzdem eine, willkommen. genau, ich habe jetzt trotzdem jetzt einen Tee geholt, richtig was Das Heißes. ist Also, gut. dann macht der Hals wieder mal mit. Also, ich denke eigentlich, Mann, Frau, wir denken vielleicht nicht immer gleich oder nicht ähnlich, aber trotz allem sind wir in einer Symbiose und wir tauschen uns sehr, sehr gut aus, oder? Männer sind natürlich ein bisschen geradlinig, wir denken auch, da geht's hin. Frau sieht links und rechts, was der Mann nicht sieht, das ist auch immer wieder zu erwähnen, weil Frauen einfach viel mehr fühlen, oder? Und Liebesgefühl, ob es jetzt nur noch um Sexualität geht oder um Liebe oder um Haus, also bei der Frau ist es immer mehr verankert als bei einem Mann. Der Mann zieht meistens nur noch mit und sagt, okay, also ich mache da mit, ich mache hier mit. Trotzdem, wir fühlen vielleicht viel, also wie die Frauen auch, die Männer, aber wir wollen vielleicht nicht viel preisgeben davon, wo wir sagen, okay, ja, liebst du mich? Ja, dann ist es eigentlich die Antwort, oder? Also, aber die Frau hat natürlich auch eine Erwartung und sagt, okay, ich möchte jetzt hören, wie du mich liebst, wie stark du mich liebst, also was du an mir liebst. Und der Mann denkt gar nicht dran. Und genau da scheitern auch viele verschiedene Beziehungen genau an dem Punkt. Weil der Mann nicht viel spricht, aber weil die Frau auch natürlich auch viel erwartet. So, und da geht's schon los. Ich wollte bei den Prägungen auf Folgendes hinaus, denn ich möchte gerne in unserem Gespräch nicht um den heißen Brei herumreden, sondern schön zum Thema göttliche Sexualität kommen, denn auch wenn es sehr mutig ist, darüber zu sprechen, doch jemand muss ja das tun, damit die Seele wirklich in der Liebe zu Hause ankommt und nicht die Liebe einschränkt nur auf bestimmte Lebensbereiche, sondern ganzheitlich der ganze Alltag mit in der Liebe verankert werden kann. Denn es ist ja die Liebe, die unsere Welt zusammenhält. Ich habe bei der Einstellung zum Thema Sexualität viele unterschiedliche Meinungen erlebt, in den Gesprächen, in Seminaren mit meinen Mitmenschen, mit Frauen, in Gesprächen mit Frauen wie auch mit Männern.
Und auch wenn ich nicht auf alles hier eingehen kann, sondern im Webinar im September natürlich dann schön vollständig, habe ich doch immer wieder so einen gewissen Gleichnis erlebt. Nämlich, jeder hat eine Vorstellung von der Sexualität, jeder hat sie mal schöner, mal weniger schön erlebt. Und mir hat es geholfen zu verstehen, dass alles, was wir erlebt haben, noch bei weitem nicht alles ist, was Sexualität zu bieten hat, sondern das meiste, was wir erlebt haben, basiert einfach eher auf Prägungen und dadurch auf unbewussten wie auch bewussten Erwartungen, die das Tatsächliche, die den tatsächlichen Zauber, der eben in einem Raum, der frei von Erwartungen sein muss, sondern voller Hingabe stattfinden kann. Und an diesem wird oftmals vorbeigeliebt. Ich habe beobachtet, dass die Prägung einer dominanten Mutter, wie auch die Prägung eines dominanten Vaters, auf den Sohn wie auch auf die Tochter, so einen großen Einfluss haben kann, dass es sie, das Kind im Erwachsenenalter bis in das Tiefste hinein beeinflusst, denn es prägt die Persönlichkeit. Und jeder erlebt damit durch seine Muster die Sexualität, ob sie geil ist oder frustrierend oder etwas dazwischen. Und die meisten denken, ja, so ist es das dann auch und hacken die Sexualität dann ab oder sogar ganze Partnerschaften ab, weil sie frustriert sind. Aber natürlich, wenn wir von der Liebe reden, kann das nicht das Ende unserer Liebesreise sein, was wir bis jetzt erlebt haben. Sondern wir sollten das, was uns frustriert, was uns nicht gut tut, in uns wie auch um uns herum hinterfragen. Ich habe ja vorher bewusst gesagt, Orgasmusfähigkeit hängt vom Grad der eigenen emotionalen Hingabe ab. Ob man im Herzen landet oder im Verstand alles kontrolliert. Und da spielen beispielsweise die Prägungen eine große Rolle. Zum Beispiel, frage dich mal, wer war in deiner Familie der dominanteste Part? Waren deine beide Eltern harmonisch, liebevoll? Haben sie dir Sicherheit, Geborgenheit, Urvertrauen gegeben? Oder gab es überwiegend eher Disharmonien? Denn es gibt ja glückliche Familien und es gibt aber genauso viele traurige Familien. Und damit lernt der Mensch, das Menschsein ja am Menschen, gucken wir auch kaputte Beziehungen an unseren Eltern ja auch ab. Und denken, so ist es und wiederholen diese Wiederholungsmuster wieder. Und weil solange wir sie nicht hinterfragen. Zum Beispiel beobachte ich, wenn bei einer Tochter, ich spreche jetzt gerne aus weiblicher Sicht, kann ich natürlich mehr beurteilen, du bist für männliche Sicht heute zuständig. Wenn bei einer Tochter die Mutter sehr dominant war. Dominant im Sinne von, anstatt Sanftmut, Weisheit vorzuleben, erzog sie mit einem erhobenen Zeigefinger, wie man fasst sich nicht an, du Schwein. Und sie ließ, so sprechen wir jetzt mal von der Tochter, die Tochter dem Alter gerecht nach eben keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern hat für sie alles entschieden, hat sie überdominiert, hat sie damit die Tochter dazu erzogen, dass sie abhängig bei ihren Entscheidungen von der Mutter geblieben ist und damit am Rockzipfel der Mutter auch im Erwachsenenalter unbewusst hängt. Und da sie ja zu Abhängigkeiten hin erzogen wurde, und damit auch zum Dienen, nach dem Motto, ich tue ja alles für dich, damit du ja zufrieden bist und bei mir bleibst, denn dann ist mein Überleben gesichert.
ist diese Tochter ihr durch die Erziehung zu einem übermäßigen konservativen Gedankengut erzogen. Und dass dieses konservative Gedankengut hat auch einen gewissen Konflikt mit der Weiblichkeit. Und so sind diese Töchter im Erwachsenenalter ihr typisches Bild, ja, keine Haut zeigen, keine weiblichen Attitüden, keinerlei von Erotik und von weiblicher Ausstrahlung, sondern möglichst schön neutrum sein. Und dieses typische Bild, ich rede natürlich jetzt einfach in klassischen Bildern, Rollkragen, Pullover und graue Maus spielen Leben lang und denken, dass es meine Persönlichkeit dabei ist, das konservative Erziehung. Und so wird so eine Tochter mit einer dominanten Mutter dazu tendieren, sich in einen Mann zu verlieben, bei dem sie diese Abhängigkeit weiterspielen kann, von dem sie abhängig sein kann. Das heißt, der, der alles entscheidet. Und so wird sie auch von ihm unbewusst erwarten, dass auch er im Bett entscheidet, wie oft er möchte. Und sie ist einfach im Dienen, ist einfach eher passiv, weil sie ja nie gelernt hat, aktiv zu sein, selbst zu entscheiden. Und so ist sie auch in der Sexualität alles weitere als göttliche Ekstase, sondern eher passiv, lässt über sich ergehen nach dem Motto, der Mann hat sich befriedigt, jetzt ist meine Schuldigkeit getan und gut ist. Und da ist natürlich keine emotionale Erfüllung, sondern die Prägung ist einfach so, der Mann versorgt mich, er bleibt bei mir, ich bin, mein Überleben ist gesichert. Und für den, da macht man sich oftmals gar keine Gedanken über eine sinnliche Verbindung zum Partner. Und jedoch für den Partner ist es auf Dauer eben nicht befriedigend, weil Sexualität, es geht ja nicht darum, Triebe zu befriedigen. Es geht nicht darum, Spannungen abzubauen, nur wenn es ohne Herz passiert, dann wird es zudem und damit wird es fehlgeleitet, diese göttliche Energie, sondern der Partner möchte ja auch eine sinnliche Verbindung zur Partnerin spüren. Er möchte ja auch spüren, dass seine Berührung angenommen wird, dass er sieht auch im Gesicht, in den strahlenden Augen der Frau, dass es ihr gefällt, dass er bei ihr was erreichen kann, dass seine Liebe im wahrsten Sinne des Wortes auch angenommen wird. Und das öffnet ja die Herzen und es entsteht eine Einheit, diese göttliche Einheit, wo man ja ein Miteinander spürt. Denn ohne diese innigste Verbindung, die ekstatisch sein darf, lebt man überwiegend, wenn man nicht aufpasst, einfach eher eine Wohngemeinschaft miteinander oder eine Arbeitsgemeinschaft. Und diese wahre Beziehung, wo man sich wirklich verbunden und auch getragen fühlt, diese Brücke zwischeneinander, die einen auch über die schlechten Zeiten sozusagen hindurchträgt, dieses Urvertrauen und Vertrauen zueinander, die ist dann selten vorhanden. Ich sage bewusst nicht nie vorhanden, sondern selten vorhanden. Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Kannst du nachvollziehen, was ich sage? Oder kannst du meine Beobachtung vielleicht aus deinen Beratungsgesprächen bestätigen? Also Mann und Frau, ich glaube schon, dass wir eigentlich ziemlich vieles auch fühlen, ähnlich, oder? Aber genau dieser Punkt, was du jetzt gesagt hast, okay, was ist überhaupt die Liebe? Die Liebe kommt jetzt nicht um das eine, es kommt natürlich aus dem Herzen. Also theoretisch, die Liebe, die muss eigentlich in dir passieren. Also ob Mann oder Frau, glaube ich, wir spüren doch etwas ähnlich, egal jetzt, welches Geschlecht man hat. Aber es muss eben nicht aus Emotionen alleine passieren oder nicht nur jetzt befriedigen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man sagt, okay, es muss aus dem Herzen kommen. Also und die richtige Liebe, die passiert eben nicht im emotionalen Bereich alleine, sondern das ist wie bei Heilung. Ich vergleiche immer so Sachen, die gar nicht vergleichbar sind.
Wenn du sagst, ich möchte jemandem helfen, heißt es nie, dass du dann heilst. Wenn du sagst, aber ich möchte jemandem helfen aus dem Herzen, ich möchte das von innen heraus, da kriegst du quasi so Flügelchen. Also im Endeffekt, du hebst ab. Und da bist du in dieser Energie dabei. Das ist ja eben diese göttliche Heilung dann. Also heißt eigentlich jetzt nicht einfach, dass du musst aus dem Kopf, sondern dass du fühlst. Und bei der Liebe ist es genau das Gleiche. Also jemandem was Gutes zu tun, dem Partner von mir aus oder sagen, okay, also der möchte jetzt von mir aus jetzt einfach mal seinen Trieb erleben, ich gebe ihm das. Das macht dich natürlich nie glücklich. Glücklich macht es nur noch beide, wenn beide von dem Herzen sprechen. Beziehungsweise wenn beide das fühlen auch. Also es geht immer um Gefühl, um tieferen Gefühl, also aus dem Herzchakra. Also das ist jetzt meine Einstellung auch. Und wichtig ist auch, also hier an dieser Stelle zu sagen, alle, die in einer Beziehung leben. Also es gibt so viele Beziehungen, also ich lerne natürlich immer wieder Menschen kennen und ich berate auch sehr, sehr viele Leute. Viele kommen auch zur Paarberatung, wo man ab und zu natürlich merkt, okay, die Leute sprechen über die Kleinigkeiten nicht mehr. Und genau da fängt es an. Da sagt man, okay, ich bin unglücklich, der hört mir nicht zu. Aber hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Also das ist immer so eine separate Sache dann, wo man tatsächlich in die Kommunikation gar nicht mehr reinkommt. Und da fängt eigentlich, also da fängt an eigentlich ganze Übel. Und genau da muss man sagen, okay, sprich doch miteinander. Fühlt einander. Also nur sprechen bringt auch nicht weiter. Man muss einander fühlen. Man muss ab und zu fragen, was will der Partner überhaupt? Was sind quasi seine Wünsche? Was sind meine Wünsche? Und wenn man in dieser Symbiose bleibt, wo man tatsächlich sagt, okay, ich möchte wissen jetzt nicht nur jetzt, was er will, sondern was er fühlt oder wie er fühlt, da kommt man immer mehr in diese Tiefe hinein, wo auch der Partner natürlich gleichzeitig sagt, okay, ich möchte auch wissen, was derjenige auch fühlt. Also dann gibt es Austausch von der Energie, oder? Dieses Thema, je mehr ich mich damit auseinandersetze, gerade jetzt im Sinne vom Webinar, was ansteht, umso mehr merke ich, da gibt es noch so viel Nachholbedarf an Wissen, an heilenden Übungen, an weisem Umgang im Miteinander. Das beinhaltet plötzlich das ganze Leben an sich. Denn es ist ja tatsächlich so, dass es die Liebe ist, die unsere Welt zusammenhält. Gerade wir in der Spiritualität stellen ja auch jeden Tag die liebevollen Werte über alles. Und das gibt uns ja auch Orientierung im Alltag und auch Sinnhaftigkeit und auch Antworten auf drängendsten Fragen des Herzens und Lösungen. Es gibt so viel dazu zu sagen, dass auch dieses Gespräch nicht ausreichen würde. Du hast dazu ein Buch geschrieben. Ich mache dazu jetzt ein 6-stündiges Webinar an 2 Abenden im September und habe sogar weitere Ideen zu diesem Bereich. Aber was ich gerne abschließend sagen würde, ist, wir alle haben, oder nicht alle, viele Menschen haben ihre individuellen traumatischen Erfahrungen im Elternhaus, in der Vergangenheit, in den vergangenen Beziehungen und haben ihre persönlichen Ängste im Umgang mit der Intimität, mit dem Partner. Denn es bedeutet ja, die Kontrolle loszulassen und sein Herz zu öffnen und sich auf die Liebe einzulassen, sich voller Hingabe dem Moment auch hinzugeben, die intensivste Form auch von Gegenwartspräsenz, von Achtsamkeit. Und ganz gleich aber, welche Traumata wir vielleicht in uns tragen, hinter uns liegen, bei der Heilung. Und fällt mir immer wieder eine Geschichte ein, die mich dazu motiviert, und ich möchte euch damit motivieren, der Liebe jeden Tag eine große Chance zu geben. Nämlich, viele von uns kennen diese indianische Geschichte, wie ein weiser Indianer einem jungen Indianer erzählte, die Antwort gab auf die Frage nach dem Sinn des Lebens,
nämlich, das ganze Leben ist wie zwei Wölfe, die Leben lang gegeneinander kämpfen. Der eine Wolf heißt die Liebe, der andere Wolf heißt die Angst. Und jeden Tag gibt es Kampf zwischen diesen zwei Wölfen. Und der junge Indianer fragt, und wer gewinnt am Ende? Dann sagt der weise Indianer, der, den du fütterst. Und ich habe mich entschieden, als ich mich auf meinen spirituellen Weg, auf meditative Praxis und psychologische Tiefe in meiner spirituellen Berufung aufgemacht habe, den Wolf der Liebe zu füttern, indem ich jeden Tag meinen Blick auf liebevolle Eigenschaften in mir, in meinem Partner, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meinem Tun lege und indem ich die Liebe jeden Tag bewusst durch meine eigene liebevolle Handlungen in meinen Alltag einlade, weiß ich auch, auch auf die Berührung meines Partners, mich jeden Tag aufs Neue einlassen zu können mit Freude, mit Vertrauen und mit Hingabe. Hast du einen abschließenden Schlusssatz, den du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Doch, natürlich, auch wegen meinem Husten vor allem. Und zwar, du kannst echt nichts kontrollieren im Leben. Also im Grunde genommen, du nimmst deinen Partner so, wie der ist und genießt mit ihm jeden Tag. Das ist, sage ich jetzt, immer wichtig, auch wenn man jetzt die Partnerschaften anschaut, wo man immer wieder versucht, was zu kontrollieren, wo man nichts kontrollieren kann und versucht, den Partner auch zu verändern, wo man aber den Charakter gar nicht verändern kann. Wir nehmen den Charakter von dem Vorleben mit. Also heißt eigentlich, du hast gleichen Charakter, was du im Vorleben hattest. Jeder von uns. Also nach schamanischer Lehre quasi. Und da versuchst du immer wieder was zu verändern, anstatt an sich selber zu arbeiten. Und genau da scheitert jeder Mensch natürlich. Wo man sagt allerdings, okay, ich nehme den Partner so, wie er ist, an. Ich genieße die Zeit mit ihm. Man muss nicht immer der gleiche Meinung sein. Das ist genau der Punkt. Aber so, wir sind alle zu verschieden. Alle zu verschieden. Aber Kontrolle gibt es eigentlich nicht in dieser Welt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das gecheckt habe, wo ich sage, okay, ich nehme den Partner so, wie der ist und genieße die Zeit mit ihm, bin ich glücklich auf einmal. Es geht um Thema Sexualität, es geht um Thema Liebe, es geht um Thema Beziehung, sage ich einfach mal, ausbauen. Dieser Austausch an Energien, da kommt man in Genuss. Und für die Menschen, die sagen, okay, ich möchte doch was kontrollieren, oder ich möchte doch was verändern bei dem Partner, da hat man sich gleich kurz geschnitten am Finger. Oder das funktioniert einfach nicht, weil du kannst niemanden verändern, du kannst nicht mal dich verändern, weil unser Charakter ist auch natürlich angeborene Fähigkeit. Also das heißt, man kann sich verbessern, man kann sich natürlich bewusst damit beschäftigen, was kann ich, was könnte ich noch oder wo will ich hin überhaupt. Aber diese Grundlagen sind natürlich drin. Also und mit Liebe ist es auch nicht anders. Also ich sage so, diejenigen, die lieben aus dem Herzen, die profitieren. Diejenigen, die aus dem Kopf nur noch lieben versuchen, die profitieren einfach nicht. Weil es gibt keine Liebe vom Kopf, es gibt Liebe aus dem Herzen. Also dann wollen wir jeden Tag uns bewusst machen, unsere Partner niemals als selbstverständlich anzunehmen, sondern sie wertzuschätzen, auch dafür, dass man gemeinsam die Lebenszeit teilt. Und so, liebe Freunde, wissen auch wir es wertzuschätzen, dass ihr uns wieder zugehört habt und hoffentlich die eine oder andere Inspiration mitnehmen könnt. Und ich danke dir auch für deine wertvolle Zeit, lieber Vadim. Danke, Jana, auch. Ohne Husten jetzt, jetzt geht's wieder auf einmal. Und ich wünsche dir gute Besserung und freue mich auf unser Wiedersehen. Schönen Sommer wünsche ich dir, lieber Vadim, und auch euch, liebe Freunde. Auf Wiedersehen.